Tschüss. Schon, jetzt habe ich in der nächsten Folge schon dein Tschüss drin. Geil. Ich habe Gott sei Dank meine Folge erst begonnen, nachdem du mit deinem Blablabla fertig bist. Ja. Wollte ich dazu nur gesagt haben. Ich hätte auch meine Sachen reparieren können. Moment. Ich hab mal so grob das Portal markiert, ne? So. Das Schlimme ist, ich kann nichts essen. Ich kann nichts essen. Warum kannst du nichts essen? Weil mein Magen voll ist. Ich habe einen Stein gefunden. Na, welche Astrid liegt hier? Als ich das erste Mal in Walheim erwachte, flehte ich Odin an, sich mir zu zeigen. Wo war er denn? Warum hat er mich im Stich gelassen? Viele Monde lang trotzte ich Stürmen und wilden Bestien auf der Suche nach Antworten. Wo waren die Götter? Sollte dies meine Belohnung sein? Wo war Odin? Aber jetzt weiß ich es. Als ich die Grauzwerge wie Unkraut aus dem Feld zog oder die Sudlinge wie Glut ausstampfte, tat ich Odins Werk. Und als ich meine Kraft mit einem großen Wurm verglich und ihm mit einem Schlag den Kopf abschlug, spürte ich Odins Freude in mir, tief und stolz. Wir sind Odins Hände, jeder einzelne von uns, und unser Wert im Leben besteht darin, seinen Willen zu erfüllen. Alter, wird ja immer besser hier. Ja, der arme Kerl, also wenn wir seinen Willen erfüllen. Ja, tut mir leid, Odin, ne? Also, wir haben versagt. Richtig, also hätte es auch andere gegeben, die das wahrscheinlich besser hingekriegt hätten. Tut mich leid, so. Ne? Aber such dir mal neue. Das ist natürlich die Frage, hier oben in diesem Gebirge spawnt da das, was wir brauchen, oder? Der ist ganz komisch aufgebaut, irgendwie. Es sieht seltsam aus. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Weil das sieht aus, als wäre das schon wieder ein hoher Norden. Nee, hier ist. Nee, was da hinten noch kommt. Gebirge. Achso, was da hinten kommt, ja. Das sieht wieder aus wie hoher. Oder hinten geht es ja noch weiter mit dem Gebirge, also. Ja, das ist riesig hier. Warte doch mal. Hier ist Hoher Norden. Ach, nicht mal, ne? Ne, hier ist Hoher Norden. Da brauchst du gar nicht weitergehen. Also, das ist tot. Ja. Das können wir links oder rechts? Dann gehen wir hier links. Was wahrscheinlich für dich jetzt rechts ist, weil du aus einer anderen Richtung kommst. Nein. Hallo, Wölfe! Warte, ich komme dir zu Hilfe. Ja, brauchst du nicht, ich bin fertig. Ich habe hier ein kleines Delay. Das ist bestimmt auch wieder Hoher Norden. Ja, Spielkind, was ist los? Er war gut. Hoher Norden, Tatsache. Aber guck mal, wie lang sich das erstreckt hier. Hoher Norden. Ja. Der läuft einfach weiter. Es wird schon wieder dunkel. Es wird wieder dunkel und wir sind im Gebirge. Ja. Das ist doch schön. Ich sehe schon jetzt schon wieder unsere. La, 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 la. Ist das da oben? Ach, das ist ein Wolf. Okay. Wo? Quasi über dir. Ach da! Hello, my friend! Fehlt nur noch die Eismauer hier, ja, irgendwie schon, ne? Ja. Komm, ich reite dich, komm. Aber, okay, da ist wieder ein Steinchen. Ich sehe bis jetzt noch nichts, was irgendwie. Nee, gar nichts. Nach so einer Höhle aussieht. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich habe halt so ein bisschen Schiss davor, dass wir irgendwann an dem Punkt sind,
dass wir quasi von vorne anfangen müssen, weil wir zu viel aufgedeckt haben. Ja, entweder das oder weil das Safe Game zu alt ist. Ja, klar. Ja, da denke ich auch mit Schrecken dran. Weil das würde bedeuten, hier weg von vorne. Weil da müssten wir ja auch, na gut, man könnte überlegen, dann den Trick zu machen, ein neues Safe Game anfangen, einmal die Taschen voll machen mit Material und hin und her transportieren zwischen den Safe Games. Wahrscheinlich gibt es dann mittlerweile auch irgendwie eine Map oder sowas dafür oder eine Mod, mit der du das einmal machen kannst. Quasi hunderte Inventory Slots, allen Scheiß da rein und dann rüber. Mhm. Dann raussuchen, welchen Seed man hat, den Seed nochmal neu anlegen, dann wäre wenigstens die Welt halbwegs gleich. Ich höre Wölfe, aber ich sehe keine. So, ich gehe mal noch ein bisschen hier in die Richtung. Da ist nichts. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt hier was, ne? Ja, das ist... Da kommt auch hoher Norden. Also ja, wir haben solche Wölfe, aber bis jetzt habe ich noch nicht einen Dingens gefunden. Ich habe auch keinen Drachen gefunden. Ja, das meine ich. Drache, so heißen die Viecher. Oder hier so ein Steingolem. Der hätte ja hier auch sein müssen dann irgendwo. Ja gut, die müssen ja nicht immer überall sein, aber dafür ist er nicht da. Alter, Vater, ey. Also optisch ist das schon ziemlich geil, muss man ja sagen. Es ist tot, ich weiß. Aber es ist faszinierend. Ja, Herr Spielkind, bevor wir das machen, gibt es einen Versuch mit der Updates-Mod. Da hast du recht. Weil ganz so geisteskrank bin ich dann doch nicht. Was, nochmal komplett von vorne anzufangen? Ja. Also nochmal komplett von vorne, ohne ausprobiert zu haben, das vielleicht doch noch in Ordnung zu bringen. Was ist das denn für ein Gebirge? Und was sollen hier für Monster kommen? Wie ist das eigentlich bei dem hohen Norden? Geht der jetzt bis an den Rand ran? Weiß ich nicht. Das wäre ja jetzt investigativ, oder? Ich finde nur faszinierend, dass hier nur aus Stehstürmen und Felsen alles besteht. Hier ist ja gar nichts. Ja gut, aber die Nebellande sind ja jetzt auch richtig kahl geworden. Da sind ja teilweise noch nicht mehr Bäume drin, außer da, wo du schon mal aufgedeckt hast. Wenn du jetzt neue findest, sind die genauso leer. Und bis zum Rand muss ich noch eine ganze Ecke. Oh ja. Aber da das hier so viel, also so groß ist, dann ist echt erstaunlich. Würde ich behaupten, das geht durch bis zum Rand. Meinst du? Ja. Willst du herausfinden? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich laufe zwar die ganze Zeit in die Richtung, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, ne, passieren kann ja nicht viel. Nö, außer dass ich runterfalle, ne? Ja. Gut, das kann man ja so ein bisschen. Ich hoffe, dass hier irgendwo noch ein bisschen Gebirge kommt dazwischen. Mhm. Aber ich glaube, dem ist leider nicht so. Das Gefühl haben wir auch. Wir laufen durch einen Schneesturm. Immer weiter und weiter. Das würde mich doch mal wirklich interessieren, was dann hier für Monster kommen und wie die aussehen sollen. Hier ist. Das sind ja so Ötzi-Maschinen oder so. Eisbären oder so. Du meinst, da kommen kleine Österreicher?
Eine kleine Maritus. Also so sah die Erde mal vor dem Klimawandel aus. Da hatten die Gipfel noch Schnee. Ja, hier kommt gerade alles runter. Und dann kriegen wir die nächste Eiszeit, weil es wärmer geworden ist. Ein faszinierendes System. Genauso faszinierend, dass es auf dem Planeten Erde mal 40.000 Jahre Dauerregen gab. Ja. Ist ja nicht mal weit bis zum Kartenrand. Das ist tatsächlich sehr faszinierend hier. Ja, ne? Das ist irgendwie beängstigend, faszinierend zugleich. Ja. Und dadurch, dass du ja kein Wasser, kein gar nichts da in der Nähe hast. Also wenn wir das mal irgendwann erforschen. Ja, da läufst du nicht über, da läufst du wirklich viereckig. Das bedeutet aber, im nächsten Stream müssen wir einmal ganz nach Süden. Warum? Ja, weil da ist ja auch noch ein Biom. Ja, ja. Und ich glaube, das ist Lava überdeckt. Wäre interessant herauszufinden. Ich habe ja Zeit. Geh mal durch das Portal. Ja. Oh. Da, wie mit dem Turmsprung damals. Da läuft was. Das war mein Schatten. Wieso habe ich einen Schatten? Denn von hinten? Hä? Ah, okay. So, nee. Wo bist du eigentlich? Vor dir irgendwo. Hier geht's wieder den Berg runter. Mutiger Kundschafter hier. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie so eine kleine Eispfütze. Kannst du Eis anlegen? Hm. Ich habe keine Spitzhacke bei, ne? Spitzhacke habe ich auch nicht dabei. Sie sind Eisschollen, also die kannst du schieben. Okay. Okay, also hier endet es. Mit Wasser. Und Eisschollen. Das heißt, da oben ist noch mal ein kleiner Eis- und Wasserrand. Meinst du? Und jetzt stehe ich hier auf dieser Scholle und jetzt? Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja. Ich glaube hier den Fluss entlang. Zumindest das Ufer. Okay. Sind noch mehr Eisschollen? Mich würde halt interessieren. Und da vorne leuchtet was. Ich kann die abbauen. Womit? Mit einer Axt habe ich die jetzt. Kriegst du die kaputt? Aber ich kann sie nicht aufsammeln. Okay. Hm.
verschwinden auch. Okay. Ich folge dir einfach mal. Oder gehe ich jetzt einfach heimlich zurück, springe durchs Portal und ändere die Nummer. Ich will es deinstallieren, Rechner rauswerfen, ja. Ja, naja. Würde ich auch sagen. Ja. Absolut. Das ist gar nichts für unseren hohen Skill-Level hier. Ne. Ich verstehe auch nicht, wie die ein unfertiges Spiel verkaufen können. Nee, ne? Nee, also. Oder mit so übertriebenen Monstern. Das ist ja. Ja, du kommst ja keine 3 Meter voran, weißt du? Nee. Ständig hast du irgendein Monster. Ja, so Spiele sollen Herausforderungen sein, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich. Hey, Billo-Bosse, die es hier gibt. Da schwimmt doch irgendwas im Wasser, oder nicht? Warum ist hier ein Baum? Ist so eine Insel oder so. Ich habe keine Ahnung, aber hier habe ich auf jeden Fall Bäume vor mir. Jetzt bin ich auch wieder im Gebirge, im Schneesturm. Yay! Ganz komisch hier. Ganz, ganz komisch. Du hier mit Pfeilen rum? Nein. Ich bin gar nicht in deiner Nähe. Hey, Schwimmen verbessert. Schwimmen 3. Schön. Ach, guck mal. Hier hört der Gebirge auf, ja? Also ich habe hier Gebirge bei mir. Und hier läuft gerade ein Fenring rum. Ich weiß, ich bin noch kein Freund davon, hier auf den Eisschollen zu tanzen, ne? Weil ich nicht weiß, was passiert. So. Ja. Kann man vom Kartenrand runterfallen? Ich weiß es nicht. Ich habe hier so nichts bei, ne? Also, ja. Ich laufe hier gerade durch Gebirge und gucke, ob ich hier irgendwie so eine Höhle mal finde. Man, ach so, Spielkind sagt ja. Okay. Ich höre Wölfe. Wo bist du denn? Ich komme, oh, ich höre einen Drachen. Ich komme hoch. Ich komme hoch, ich komme von der anderen Seite. Aber schönes Biom, gefällt mir. Ja, ein bisschen leer und tot. Ja, das ja. Aber es hat so, so einen Touch von Game of Thrones irgendwie. Mhm. Hoher Norden. Das Schlimme ist, wir hätten das Portal vielleicht mal die ganze Ecke mitnehmen sollen. Ja. Ich sehe Skelette. Ja,
Na, kommt doch her, ihr zwei Mistratten. Ja, du hast gesehen. Okay. Ich sehe einen Wolf. Mhm. Zwei Wölfe. Mhm. Okay, jetzt bin ich wieder im hohen Norden hier. Ja, komm her. Das haben wir schon. Du kannst mich doch nicht einfach so hinterhältig angreifen. Hast du einen an der Waffel? Ein Sternewolf! Ja. Du kommst klar? Ja! Okay. Das Problem ist hier so ein bisschen. Du kannst im Moment zwischen den beiden Biomen kaum unterscheiden. Ja, das siehst du nur, wenn es oben angezeigt wird. Einmal das und du hast halt. Ja, bei durch die Bäume. Ab und zu mal ein Gegner und ein paar Bäume. Ist, aber das war's dann auch. Ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner trennen können, auch für diese Zeit hier. In der man halt. Aber ich finde keinen Dungeon. Ne. Also ich bin jetzt auf dem Weg zurück zum. Ja, ich komme auch. Otter. Ich habe einen guten Vorsprung, das heißt, ich kann durchspringen, das umbenennen. Wow. Dich zurücklassen. Nein, das wird nicht. Ganz so gemein. Du würdest das machen, das weiß ich. Du stellst auch Portale so hin. Nein. Entschuldigung, ich komme in den Turm stürze. Was ist denn hier los? Alter, oh, Werwolf. Faszinierend. Oh, 22 Minuten. Ja, pass auf, wir gehen jetzt noch eben zusammen alle zum Portal, dann ist die Folge ein bisschen länger. Dann machen wir für heute Schluss, oder? Jo. Wenn ich den da noch. Ach nö, ist. Was? Scheiß Werwolf hier. Ah, knie nieder. Das Gefühl, du bist schneller zu Hause als ich. Nee. Komm ich da rüber? Oh, da komme ich rüber. Das ist ein kleines Binnenmeer. Kein Dungeon, aber absolut kein. Und nichts zu essen bei, sehr schön. Mhm. Wolltest du dann das Portal da stehen lassen? Da passiert ja nichts mit, ne? Im Moment passiert da nichts mit, also ich würde es erstmal da lassen. Oh, noch mehr Wölfe. Wunderbar. Also hier ist ein kleines Binnenmeer, Binnengewässer. Das Mondlicht. Problem ist, ich sehe keinen Mond. Na, kommt schon der nächste. Das Gebirge da oben ist eigentlich gar nicht so groß. Nee, das täuscht. Also ich würde das Portal da stehen lassen, genauso wie das Boot, weil dann können wir von da aus unsere Exkursion mal fortsetzen. Können wir machen. So. Sind die richtigen Berge, um Snowboard zu fahren? Absolut. Ja, oder Ski.
kriegst du automatisch Bock drauf. Ja, wobei ich sagen muss, diese ganzen kleinen felsigen Abschnitte, die sind jetzt nicht so geil. Tage 655. Die zwei Plateaus haben immer noch nichts auf die Reihe gekriegt. Doch, wir haben ein totes Biom gefunden. Schon wieder. Was habe ich denn jetzt hier entdeckt? Ich weiß nicht, was du da entdeckt hast. Ah, wieder Eisschollen. Du bist im Binnengewässer. Mit den Eisschollen kann man dann bestimmt auch noch was machen. Garantiert. Aber die hauen ab. Also das ist ganz kurios. Hm? Ganz, ganz kurios. Müssen wir jetzt hier einmal nur sinnlos rumlaufen. Da komme ich nicht hoch, ich habe keine Ausdauer mehr. Dann gehen wir ein bisschen hier rum. Die dummen. Ich höre einen Ball. Ich laufe an diesem Stein vorbei. Diedeldumm und Diedeldei. Diedeldumm, Diedeldei? Aha. Ja, reimen kann ich. So, und da lang. Wo ist denn das Portal? Ungefähr bei mir. Okay. Sagen wir mal so, von hier aus kann ich es gerade sehen. Aha. Ja. Bevor ja, ich durchgehe, mache ich dir auch eine... Ne? Naja, ich habe alles verstanden. Bevor ich durchgehe, mache ich dir eine Markierung. So, beziehungsweise bringt auch sehr viel. Machen. Ja, mach dir doch eben eine Markierung. Ich stehe hier genau vor dem Portal. Du kannst ja auch einfach auf mich warten. Alter. Du musst doch noch 583 Milliarden Tage da langlaufen. Nein. Ach, dann WhatsApp ich ein bisschen mit dem Herrn Spielkind. Ja, wow. Der ist bestimmt schon wieder eingeschlafen. Nein, der ist nicht eingeschlafen. Es ist schon cool gemacht. Mhm. Siehst du, er schnarcht. Er ist nicht eingeschlafen, er schnarcht. Na ja, dann. Ja. Oh! Du kannst jetzt Bosse und Dingens ausblenden. Tode. Wunderschön. Echt? Ist ja nicht so, als hätten wir es nötig. Na, la, la.
Aber wir könnten zum Beispiel schon mal die Folge beenden, weil sinnlos durch den Schnee laufen, ne? Ja, du läufst sinnlos durch den Schnee. Ich guck mir sinnlos die Karte an, wie du durch den Schnee läufst. Ach so, ja dann. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Schauen. So.